Hallo Leute, hier Schutzmann. Ja, weiter geht's. Silberrank. Ich habe einfach mal die Z35 ausgepackt. Ich hing ziemlich lange in der Quali fest, weil ich wirklich viele Schiffe gefahren habe, die eigentlich gar nicht sehr gut geeignet sind dafür, wie Poschaski zum Beispiel oder so. Oder Nehipa. Ich habe es einfach mal versucht, aber da ist nicht viel bei rumgekommen. Also zumindest nichts, was man zeigen konnte. Hier haben wir CV-Match, Yorktown, bei uns, Amagi, Atlantico, Tirpitz, Abtakau, Kutusov, Kit. Ich sitze in der Z35, Wichita und auch Abtakau, Brandenburg, da kommt auch noch was. Amagi und wir haben Yorktown. Yorktown finde ich ganz witzig, also ist, wenn man ihn sehr teamdienlich spielt mit dem Smoke, ist es völlig okay. Z35, ja, wir haben 5 mal 1 128 mit deutscher Pen 32 mm auf der HE 3225 auf der AP, das ist natürlich brutal. Hast aber schlechte Abprallwinkel, mein Gott, so rum. Wir haben leider nur 6 Kilometer Torpedos. Da hat die York schön Smoke gesetzt. Das heißt, ich gehe mal zu dem Buff. Wir haben Wasserbomben, normale Reparatur. Wir haben den Britennebel 40 Sekunden lang. Reicht völlig aus für die Kiste hier. Und wir haben eine 3,8 und 5,5 Hydro. Das ist für Stufe 8 DD schon sehr beachtlich. Die Flak, glaube ich, schoss auf 3,5. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr so genau aus dem Kopf. Der Nachteil ist natürlich, du hast keinen Modo-Boost hier mit der Kiste. Du hast 21.900 Leben, also fast 22.000 Leben. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut und ist ein netter, kleiner, quirliger Gun-DD. Kann nicht mit einer Cossacks mithalten oder mit einer Kit schon mal gar nicht. Wenn die sich einnebelt und richtig schön anfängt, auf dich einzuschießen, dann ja, hast du das Nachsehen. Ne? Aber Yorktown hat schon gespielt, hat mir hier schön Nebel hingelegt. Mein RPF zeigt aber nach rechts. Ich glaube, ich ping das auch gleich nochmal. Ich müsste das eigentlich pingen, ne? Ja, mal gucken. Da hat die Yorktown mir nochmal Nebel hingelegt. Dann können wir gleich mal schauen, wie lange er hält. Ich muss rein. Ich habe nämlich keinen Bock aufzugeben neben der Atlantico. Oh, Anti-Air. Schönes Gameplay, schönes teamdieniges Gameplay. Ich merke aber, das RPF tanzt immer hin und her, also zeigt aber Richtung Heal-Buff. Also nutze ich die Chance. Ich weiß nicht, warum unsere Wichita nicht schießt. Die hätte locker schießen können. Oh, jetzt fängt sie an zu schießen. Joa, ich nehme einfach mal die hinteren Guns und schieße schon mal auf die Atlantico. Der Nebel der Yorktown ist jetzt nicht so OP, weil er einfach nicht sehr lange hält. Die Wichita sehe ich hat Radar an, das heißt also im Umkreis von 9 oder 9,5 ist nichts. Muss ich mich also Richtung Heal-Buff bewegen. Ich habe mich extra einmal umpositioniert, weil was ich kann nicht viel machen, ne? Mit meinen 6 Kilometer Torpedos, wenn ich an Schiffen hinterherfahre. Wenn ich raus aus dem Game, ne? Also, da ist die Kit. Scorpion Faust. Ach, und jetzt kommt hier noch einer von der Yo-Boy-Truppe an und da habe ich, also. Ich versuche es einfach mal. 6 Kilometer Torpedo. Auf 6,2 gehe ich auf. Ich bin zu dicht, ich bin zu dicht, das ist schlecht. Ah, Radar rein, sag ich schon, Nebel rein. Der Tippett-Spieler weiß nämlich, wo der Frosch die Locken hat. Also. Ich werde aber ein bisschen nervös, oder was heißt nervös? Ein bisschen gierig, da ist nämlich die Kit. Scheiße, ich wollte auf die Kit schießen. Ich gehe auf durch die Flieger. Sehr schön. Habe ich sehr gut gemacht. Neben einem Secondary-Schiff aufzugehen, ist der Traum eines jeden DD-Spielers.
Aber mein Nebel ist halt gleich wieder ready. Ja. Ich bin aber viel zu dicht. Ich versuche wegzukommen. Das ist der Nachteil. Meine Kiste hat einfach keinen Modo-Boost. Aber ich habe halt viel HP. Und der Tibble-Spieler ist auch böse mit mir, weil ich ihn mit Torpedos getroffen habe. Ich müsste aber gleich wieder zugehen. Oh, ne, Modo-Boost. Modo-Boost ist ja schon kaputt. Modo muss ich nicht haben. Ich versuche irgendwie nochmal aus dieser Secondary rauszukommen. Ja, aber jetzt ist mein Smoke gleich ready. Die Tirbits, ich muss aufpassen, Tirbits hat natürlich auch noch Torpedos. Ja, ich nehme erstmal schön die AP, damit ich ordentlich satten Schaden machen kann in die Aufbauten. Der Tirbits-Spieler versucht sich ein bisschen in Deckung zu bringen, aber. Der Arme. Schön von 6 Kilometer Torpedos auseinandergenommen werden. Oh, Torpedos kommen. Ich muss aufpassen. Hoffentlich klappt das hier noch. Fakt CV. Oh, was wird denn hier schon wieder reingeschrieben? 4 Sekunden, 4 Sekunden. Er muss sterben, er muss sterben. Und? Erstes Blut. Ja, gut. Oh, Abtakao hat die Atlantico rausgenommen. Ja. Sehr schön, sehr schön. 20k Damage. Oh, ein Anflug hat 20k Damage gebracht. Und was war das hier nochmal? Eine Kaga. Ich signalisiere dem CV, dass da irgendwas durchgerutscht ist und ihm auf den Fersen ist. Er kommt auch. Also, sehr schöner CV-Spieler gehabt. Also, das mag ich. TRSW sagt mir auch irgendwas, das ist ein Clan-Tag. Ich ping ihn nochmal. Da kommen die Bomber. Kaga hat unsere Wichita rausgenommen. Run CV. Ja, ich schreibe Run CV. Er ist in meiner Hydro. Ich muss ihn anhalten. Deutsche Falle. Aber die Kit ist halt ernstzunehmender Gandhi. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier auf AP geladen habe. Er schießt einfach weiter in den Nebel und trifft auch noch ganz gut. Leider haben unsere die Torpedos von den CV nicht gesessen. Ja, und jetzt denke ich mir, ach komm, weißt du was? Der CV macht noch ein bisschen auf. Und treffe jetzt einen Torpedo. Nee. Jetzt treffe ich aber noch ganz gut den Nebel. Und er ist genebelt und kann nichts machen. Ja, ich treffe immer noch weiter. Der muss wohl Motorschaden haben oder so. Und da hat meine Yorktown ihn rausgepumpt. Oh, oh, oh. Der Flieger über mir, das ist schlecht. Und eine Kutusov in der Seite. Das ist auch nicht gut. Das war nur ein Kratzerchen. Und hier auch. Gibt ein bisschen traurige Flak-Unterstützung, aber. Oh, verkürzte Ladezeit. Was haben wir denn jetzt hier? 2,6. Ja, das ist ganz nett. Ich bin hier am Plan schmieden. Soll ich jetzt der Kutusov hinterher? Ich habe nämlich kaum noch Leben. Ist auch kein Heal-Buff bei uns. Mein RPF zeigt auf der Kutusov. Ich sehe aber, dass die Kaga hier immer weiter durchfliegt. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, Flak wieder an. Oh nein, 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 nein. Ich bin schnell, ich bin schnell, ich bin schnell. Ach, ich schaff's. Sehr gut. Ja, hole ich mir jetzt den Buff noch? Ich weiß gar nicht. Ne, er drängt mich halt ab. RPF ist umgesprungen. Er hat völlig daneben geworfen. Ich denke mir jetzt, ach, ja, scheiße, scheiß auf den Reload-Buff. Ich muss erstmal weg. Jetzt kommt er schon wieder. Wir cappen. Auch ganz fleißig. Nein, 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 nein.
Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, jetzt Kagerspieler. Normalerweise müssten jetzt ja Schlachtflieger kommen. Ich habe extra mein Nebel noch nicht gewastet, um die Kutusov da, weiß nicht, paar Mal zu beschießen. Darum aber, er kommt wieder mit Torpedobomben. Da die Z-35 aber nicht so flink ist, musst du in Bewegung bleiben. Ja. Er zieht nochmal eine Kurve hier. Ich bin wieder zu. Aber die Punkte ticken jetzt gnadenlos für mich. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bremse. Ich versuche irgendwie was anzutäuschen. Bremsen. Oh, sorry. Genau, schön abbremsen und wieder Stoff geben. Boah, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Der soll bloß wegbleiben mit seinen scheiß Torpedobombern. Da ist er auch, aber ich komme natürlich nicht ran. Ich versuche mal wieder auszuweichen hier. Ja, eigentlich wollte ich jetzt ganz entspannt auf den CV losfliegen, aber wie gesagt, wenn du den Middle Cap hast, das tickt so schnell. Da hast du keine Chance, ne? Ich glaube, der Kaga-Spieler hat auch keine Lust mehr gehabt. Jetzt war die Runde zu Ende. Ja, Mann. Ach. 66.000 Schaden, ja. War halt nicht die Welt. Ich wollte aber einfach nur mal Schiffe zeigen. Wie gesagt, im Rank, die man einfach nicht so häufig sieht. Ne? Und Z35, boah, keine Ahnung, wann ich die das letzte Mal im Rank gesehen habe. 1500 Base XP. Ja, Tirpitz-Spieler, tut mir leid, aber du standst da so lecker, also habe ich dich beschenkt. Amagi ganz oben. Danke nochmal hier. Nostalgie for Infinity. Danke für das teamdienliche Spiel. Das war sehr schön. Was hat das netto gebracht? Wow. 830.000. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Lasst euch nicht ärgern. Und viel Glück im Rank. Ciao.